Ayo, alle machen jetzt auf Retro. Und der Steiner, ja, er geht so. Genau genommen ziemlich hetero. Bei dem Boom Orchestra Original Top Champion Sound. Alle machen jetzt auf Retro, doch ich war dabei. Bin ein True Veteran der digitalen Zeit. Ich steppte auf den Schulhof und die Hose hing. Oh, hinten in der Arschtasche war der Gameboy drin. Alle machen jetzt auf Retro, doch ich war dabei. Bin ein True Veteran der digitalen Zeit. Ich steppte auf den Schulhof und die Hose hing. Weil hinten in der Arschtasche war der Gameboy drin. Egal ob Sport, Mathe, Sachkunde, Biologie, Fußball, Mädchen, Sonnenlicht, interessierte mich nie. Ich wollte nur der Beste sein, sammelte alle Items ein. Am Ende jedes Levels musst du fest für den Endboss sein. Mega Man, Metroid, Tetris, Super Mario, Mystic, West Kong von Master und noch Castlevania. Zelda, Quirk, ein Trey, Super Mario Tennis. Nenne mir ein Spiel und ich behaupte, ich kenne es. Ich sag zwei Knöpfe, Steuer, Kreuz, Select und auch Start. Alles, was danach kam, war ein Plagiat. Du nennst es Oldschool oder sogar Retro. Dabei ist es original. Verstehst du, alle machen jetzt auf Retro. Doch ich war dabei, bin ein True Veteran der digitalen Zeit. Ich steppte auf den Schuhhof und die Hose hing. Bei hinten in der Arschtasche war der Gameboy drin. Alle machen jetzt auf Retro, doch ich war dabei. Bin ein True Veteran der digitalen Zeit. Ich steppte auf den Schuhhof und die Hose hing. Bei hinten in der Arschtasche war der Gameboy drin. Gameboy im Bett den ganzen Tag, wenn ich Lust hab. Ich ticke die Talk Gameboy fett und baue dabei Frust ab. Ich nerven 8-Bit-Sound, bitte lass uns damit in Frieden. Verschanze ich mich halt auf dem Scheiß, das krieg vom Zacken Hämorrhoid. Yo, Gameboy in der U-Bahn, Gameboy auf dem Klo, Gameboy auf der Arbeitsschule, Uni sowieso. Gameboy im Backstage und Gameboy im Tourbus. Gameboy nach dem Sex, meine Perle droht mit Schluss machen. Denn sie sagt, in unserem Dasein muss es Wichtigeres geben. Doch ich sage chillax, Baby, ich hab 27. Die Welt von heute ist mir einfach viel zu kompliziert. Daher hätte ich sie gerne auf 8-Bit reduziert. Alle machen jetzt auf Retro, doch ich war dabei. Bin ein True Veteran der digitalen Zeit. Ich steppte auf den Schulhof und die Hose hing. Weil hinten in der Arschtasche war der Gameboy drin.